Das gestern aufregend. Wieso kriege ich jedes Mal dieses Buch? Oh, Holz verkaufen, genau. Ich bin gerade überfordert. Hier. Tannenbäume. Die haben wir auch schon. Oh, die magischen Bäume. Dahin. Schöne neue Pflanzen. die habe ich auch noch nicht. Okay. So, das Essen da bereitet mir das Fräulein Sissy zu. Das alles hier rein. Holz hier rein. Das, alles einmal raus. Das alles hier rein, das magische Holz auch. Das kommt auch erst einmal da rein. Ja, und das Holzfällerlager steht ja jetzt auch. Da müssen noch die ganzen Kisten rein. Und die Sonne geht gerade auf, das ist gut. Ja, hier haben wir erstmal wieder Geld. Oh. So. Was steht denn hier? Wer stellt sich als Stadtherr zur Wahl auf? Ein Buch pro Person. Beschriebene Bücher in die helle Kiste. Hehehehe. Ramon. Nee, wir lassen das so. Da fällt das nicht so auf. So, dann kommen hier hoch die ganzen Kisten. Jetzt muss ich gucken. Dann können wir hier hinstellen. Und dann können wir das so lassen. Okay. Kann ich die ja verkaufen? Ich habe zu viel davon. Ich frage mich, ob der Herr Melvin schon da war. Ich habe so viel Zeug für den gefunden. Das war falsch. So. Der Herr Ramon muss mir auch wieder neues Zeug machen. Meine Rüstung ist schon ganz schön lidiert. Und ich muss mit dem Herrn Darko reden, dass der mir irgendwas entwickelt, dass man hier leichter hochkommt. So, andere Kisten. Wir machen. So. Ey, bei mir im Haus habt ihr euch getummelt. Wenn man das Ding hier draußen stellt, ist keine Sau von euch da. Mann, ey, ihr seid mir einfach. Also. Nee, das. Geht so nie weiter mit euch. Hallo. Sie können ja mit Sicherheit dieses Fichtenholz, glaube ich, bearbeiten, oder? Ja. Und ich bei Ihnen da eine große Bestellung, gut groß, relativ groß, beauftragen. Inwiefern eine große Bestellung? Ich bin mir nicht ganz sicher, so um die 300 Dings.
Stämme, Bretter. Bretter, Treppen, diese halben. Stufe? Ja. Von allen 300? Nein. Insgesamt zusammengerechnet etwa. Okay, ich bring ihm kurz ein Schild runter. Mhm. Oder zwei. Eins dabei. Oder so. Dann stellen Sie das mal bitte hier auf und schreiben genau drauf, was Sie brauchen, und dann werde ich mich drum kümmern. Okay. Ah, warum gefällt mir das nicht so? Ich bin ja auch doof. Ja, das machen wir. Wir bauen das unterirdisch. Aber das werden wir dann selber bauen. Denn ich möchte diesen Minenarbeiter Tobias nicht in meiner Nähe haben. Dieser dreckige Werwolf. Der wird sich noch wünschen, mir das nie gesagt zu haben. So, dann setzen wir das alles unterirdisch hin. Das Fräulein Sissy schreibt ja immer noch. Das muss echt eine große Bestellung werden. Ja, solange sie gut bezahlt dafür. Holzfäller. Lager. Und Baumfarm. Geschlossen. Genau, und dann müssen wir hier hinten uns noch was überlegen. Hier sind ja die ganzen Bäume hin. Kaputte Kiste. Dann muss ich die hier ja auch abbauen. Oh. Das ging aber schnell mit dem Verkauf. 100 Fichtenbretter, Fichtentreppen, Fichtenstämme, Fichtenstufe, Eichenbretter, Eichentreppen, Fichtenfalltür. Eichenbretter. Kannst doch dort den Kneck kaufen. Frauen. Kaufen immer nur das Teuerste. Soll mir recht sein. mein Geld. Ja, gut. Das vermehrt sich wieder. Das kommt da rein. Der Pilz kommt da rein. Die Oliven kommt da rein. Diese hässliche Pflanze, das ist für Frau Sissy. Das ist Müll. Das sind meine privaten Kisten. So. So, da werde ich mich jetzt erstmal hinlegen. Und ich denke mal, der Frau Sissy ihr Auftrag werde ich auch demnächst noch annehmen. Ich muss ja auch noch das Rathaus bauen. Und das Gerichtsgebäude wegen diesem dreckigen Werwolf. Das werden wir auch noch machen. Ich hoffe nur, er ist der einzige Werwolf in dieser Stadt. Ansonsten drehe ich durch. Rockstar, dance until I drop my love.